Oh Junge, dritter Advent, gleich mal eine Kerze anzünden. Och Leute, ernsthaft. Tja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum schönsten Sonntag in der Woche. Wieder mal beim dritten Advent. Wie man gerade gesehen hat, mit Feuerspielen ist nicht zu spaßen und so. Ja, ich weiß, ich muss schon wieder einen Daddy raushängen lassen. Aber hey, Weihnachten rückt immer näher und ich habe mir mit meiner Frau gedacht, shoppen! Ja, sind auch direkt in die nächste Großstadt gefahren und sind einkaufen gegangen. Das war eine große Einkaufspassage und so, da war ein Saturn drin, Mr. Lady und hast nie gesehen und alles drum dran. Auf jeden Fall, ich in den Saturn gestaxt und habe einen Mitarbeiter gesucht, weil ich mich beraten lassen wollte für eine spezielle Sache, die ich mir kaufen wollte. Ich traf auf einen. Hallo, können Sie mir helfen? Kommen Sie da drauf, ich arbeite hier. Sie haben ein Poloshirt an und haben das Namensschild. Gar nicht wahr. Ernsthaft? Nein, auf jeden Fall. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr unbedingt irgendeinen Mitarbeiter sucht und habt das Gefühl, dass sie nur von dir davonrennen? Weil sie vielleicht gar keinen Bock haben, so kurz vor der Weihnachtszeit irgendwelche Leute zulabern zu wollen oder sich zulabern zu lassen? Nee, auf jeden Fall. Ich habe danach trotzdem einen gefunden, ist ja klar. Ich meine, die sind ja nicht so krass, dass die wirklich gar keinen beraten wollen würden. Vielleicht haben sie auch viel zu tun, aber es kommt halt immer mal ein bisschen so vor. Und ja, vielleicht ist euch das auch mal passiert, dass ihr in irgendeinem Laden drin standet. Wolltet ihr irgendwas wissen, wolltet euch beraten lassen und der Typ war instant weg? Keine Ahnung, weiß man ja nicht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann auch einen getroffen. Das ist dieser übelste, typische Weihnachtswahnsinn, ohne Scheiß. Da war so ein Typ mit einer Frau. So, die Frau die ganze Zeit. Boah, da müssen wir hin. Ist das nicht süß? Oh, das brauche ich unbedingt. Und der Typ einfach nur 500.000 Taschen die ganze Zeit. Ja, Schatz. Ja, Schatz. Sensationell. Also ich habe mich voll weggebasht. Zum Glück ist meine Frau nicht so. Nein, die ist wirklich echt cool und so. Auf jeden Fall richtig nice Aktion. Also Weihnachten ist immer wieder toll, einkaufen zu gehen. Schreibt mir am besten mal in die Comments. Habt ihr auch schon mal sowas erlebt? Ist eure Freundin vielleicht genauso? Oder eure Eltern? Keine Ahnung. Schreibt mal rein, würde mich interessieren. Auf jeden Fall, ne? Was anderes zu tun hier. So, die Woche ist was passiert. Die meinen Kanal wirklich mitverfolgen, die mich auch auf Skype geaddet haben, die wissen vielleicht schon. Vorgestern ist meine Grafikkarte kaputt gegangen. Ja, meine R9 Radeon ist kaputt gegangen, aber ich hatte wieder mal das Glück, dass ich einen der besten Freunde überhaupt auf dieser Welt habe, seit 18 Jahren mein allerbester Freund. Ich habe ihm geschrieben und gesagt, Alter, um Gottes Willen, die Grafikkarte ist verreckt. Warum ich ihn angerufen habe, ist, die hatten vor 2 Jahren zu meinem Geburtstag, haben sie alle zusammengelegt, um mir diese Grafikkarte zu kaufen. So, mein Bester, ist er nicht doof, hat alle Unterlagen aufgehoben und hat gesagt, Bro, keine Panik, Rettung naht, du hast doch Garantie. Ich so, Alter, das kann's nicht wahr sein. Gesagt, getan, er hat mir eine neue Grafikkarte mitgebracht. Der hat echt viele Grafikkarten, verdammt viele PC-Teile, echt sensationell. Hat mir jetzt eine vergleichbare mitgebracht, das ist zwar eine R7er 260, glaube ich. Ich meinte, das müsste sein, 128-Bit. Ist zwar nicht ganz so gut, hat er gesagt, aber ich kann meine Spiele trotzdem ganz normal spielen. Also ich denke mal, macht keinen Unterschied. Auf jeden Fall, er schickt es jetzt ein. Ich krieg's dann meine neue oder reparierte Grafikkarte wieder zurück und alles ist wieder tutti. Sensationell. Ich habe wieder 2 Sachen auf einmal mitbekommen. Und zwar, dass ich wirklich den besten Freund der Welt habe. Und ein Weihnachtswunder ist mir auch widerfahren. Direkt vor Weihnachten. Weil der erste Gedanke, der mir kam, eine verdammte Kacke, vorgestern warst du Weihnachtsgeschenke gekauft, jetzt verreckte die Grafikkarte. Das kann doch wohl nicht sein. Ja, so ungefähr habe ich mir das so gedacht. Deswegen kamen auch nicht so viele Let's Plays. Konnte nicht, ging nicht. Ich bin froh, dass ich heute jetzt den Adventure Talk wieder pünktlich rausbringen kann, dank meines besten Freundes. Fette Props nochmal an dich. Alter, du bist wirklich der Allergrößte und ich freue mich jetzt schon wieder auf Weihnachten, wenn wir wieder alle zusammenhocken, Glühwein saufen, uns beschenken und irgendwann kräftig abstürzen. Mal gucken. Auf jeden Fall mega nice. Sehen uns gleich in der Endcard, Bros. Tja, meine lieben Zuschauer. Hier geht er zu Ende, der dritte Advent und der beste Sonntag in der Woche. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich recht herzlich wieder mal fürs Zuschauen und vergesst nicht in die Comments reinzuschreiben, habt ihr auch sowas schon mal erlebt, dass irgendwelche Verkäufer sich total wie Luft aufführen, dass sie euch gar nicht bedienen wollen? Natürlich, ob ihr nur das Gefühl dafür habt, ob die das wirklich tun, weiß man ja nicht. Die haben ja auch noch was anderes zu tun, wie Lageristen arbeiten und nee.
dann schreit irgendeiner rum, die kommt mit der Kasse nicht klar, keine Ahnung, ihr wisst ja, wie es ist. Und wie schon gesagt, schreibt mir das unten rein. Und habt ihr auch einen richtig geilen besten Freund? Ist euch sowas auch schon mal passiert, dass euch der PC einfach verreckt ist und ihr wusstet überhaupt nicht mehr, was ihr machen sollt? Wie schon gesagt, würde mich mega interessieren, lasst uns einfach mal da unten drüber quatschen. Ja, wie schon gesagt, wenn ihr mich cool fandet, dann auf jeden Fall wieder diesen Button, wenn ihr mich richtig krass fandet, wieder diesen. Ich bin euer Avenger und ja, wie schon gesagt, ich bin sowas von froh, dass meine Grafikkarte jetzt wieder kommt, dass ich eine Garantie hatte. Ich habe übrigens mit Tom Brandy darüber gesprochen, die hat auch gefragt, hast du keine Garantie, Alter? Ich wusste es nicht mehr, weil ich sie mir halt nicht selber gekauft habe und ich war echt der Meinung, ich habe die schon viel länger gehabt. Naja, wie schon gesagt, du hattest recht gehabt, fette Props an dich übrigens, mega cool und so. Wie schon gesagt, hab ich irgendwas vergessen? Ja, nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wie schon gesagt, und nochmal fettes Dankeschön für die, die gestern beim Livestream dabei waren. Michon Special, The Walking Dead. Ich fand's mega cool, mit euch ein paar Entscheidungen zu treffen. Auch wenn zum Schluss nur 2 Stück da waren, es lag wahrscheinlich auch an der Uhrzeit. Es war richtig krass knapp. Um die Frage zu beantworten, noch einmal, wann ich Livestreams mache und wie lange diese gehen. Livestreams kann ich nur ankündigen in irgendwelchen anderen Videos oder Let's Plays, weil, da ich als Koch Wochenende arbeiten muss, ihr aber auch nur Zeit habt, Wochenende Streams zu schauen, bis in die Nacht hinein, ist das Ganze nicht so einfach. Deswegen muss ich immer gucken, wann habe ich Wochenende frei, wann kann ich einen Livestream starten, und dann sage ich euch Bescheid in dem nächsten Video und ihr wisst dann ganz genau, wann er wieder eins macht. Und wie schon gesagt, ja, fette Props an euch, die Button habe ich eingeblendet, ich laber schon wieder viel zu viel. In der Infocard seht ihr noch ein paar Videos von mir und der Kanal der Woche wird nochmal eingeblendet und wir sehen uns, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, beim nächsten Mittwoch Kanal der Woche. Ihr seid gespannt, ich bin gespannt, weil ich immer noch keinen habe und ja, wir sehen uns, haut rein, bis dahin, servus, alter Schwede.